heutigen 3. September 2022 nach sehr trauriger zweijähriger Corona-Pause ist es wieder da. Das Turnier, das seit Jahrzehnten die Tischtennissaison neu einleitet, immer Anfang September in Fürth, die Spielvereinigung Fürth mit dem Hauptmannl-Gedächtnis-Turnier. Beginnt in der untersten Klasse, stimmt nicht ganz. E-Klasse wäre die unterste, da wo ich normalerweise mittlerweile spiele. Aber die tragen sie gar nicht aus. Ich muss also in der D-Klasse eins höher spielen. Und da spielt hier der Lokalmatador ganz in Grün. KEM, Spielvereinigung Greuther Fürth, die Fußballmannschaft muss heute Nachmittag noch gegen Schalke spielen. Heimspiel, schweres Ding. Da wünschen wir hier schon mal viel Glück. Und auf der anderen Seite Strobelt, der Bezirksvorsitzende des Tischtennisbezirks Oberbayern, habe ich mir heute erzählen lassen. Und möglicherweise, ich habe ihn schon öfters gefilmt, habe ich da immer erzählt, er wäre Belagspieler, hätte auf der Rückhand, also der rote Belag, einen Störbelag. Dieses stimmt aber nicht. Es ist ein glatter Belag, sehr klebrig, damit er viel Schnitt machen kann. 0-0. Thank you.
Auf Tisch 11 Grimmer gegen Gerhard. Auf Tisch 16 Klausen gegen Sarina. Auf Tisch 1. Auf Tisch 13 Hammerschmidt gegen Heinzel. Auf Tisch 1 den Ordner gegen Witzig, auf Tisch 15 Fans gegen Eben. Bist du wieder drüben oder? Der war diesmal dann gar nicht mehr. Der war noch gezittert. 12, 10, 11, 9, 11, 12. Aber der andere, der gute Herr, gegen ihn hat die besser gemacht. Auf Tisch 13, zwei Aufrufe im Spiel Hammerschmidt gegen Heinzel. Ah!
Straße rund gefressen. Aktueller Zwischenstand: Chiem gegen Strobelt. Strobelt schlägt übrigens auf. 1:1 in Sätzen. Thank you.
6, 3, 8, in den Sätzen 2 bis 4. Tschak, das war die Korn. Normal kann ich die Hinsicht. Ja, ich normalerweise. Ich habe es wahrscheinlich gespielt.
Auf Tisch 10 gegen Sachs Oliver und auf Tisch 9